Grüß dich zum neuen Video. Diesmal soll es um den Parkside Akkubohrschrauber PBS A20 LIA1 in der Limited Edition gehen. Was alles mit dabei ist, was das Gerät kann, sehen wir alles direkt nach dem Intro. Leichter Hinweis vorweg, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, solltest du das jetzt tun. Dann verpasst du nicht die nächsten Videos und ich denke, für den einen oder anderen wird demnächst noch einiges mit dabei sein. Ja, kommen wir zum Gerät. Den PBS A20 LI A1 kennen wir schon. Den habe ich ja schon reviewt. Wer das Video noch nicht kennt, dem habe ich das unten in der Videobeschreibung gleich nochmal verlinkt. Viele von euch kennen also das Gerät, haben das Gerät vielleicht auch schon zu Hause. Jetzt hat Lidl hier die Limited Edition auf den Markt gerufen. Sieht ein bisschen anders aus. Kostet derzeit 44,99. Der Normalpreis ist 59,99. Hier wird gleich ein Akku und ein Ladegerät mit dazu geliefert. Das normale Gerät gibt es für 29,99, kommt dann allerdings ohne Akku und Ladegerät. Ein Set ist derzeit nicht erhältlich, kommt aber bestimmt irgendwann wieder herein. Ich verlinke euch beide Produkte unten mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch die Geräte anschaffen wollt, könnt ihr das direkt über die Links tun. Ja, technisch unterscheiden sich die Geräte eigentlich soweit nicht mehr im Optischen. Wir haben hier einen Akku mit dabei aus dem 20-Volt-Team. Wir können dann ganz normal die X20-Volt-Team-Akkus auch einsetzen, auch wenn hier das Design etwas anders ist. Wir haben hier ein graues Design, ansonsten sind die ja rot-schwarz gehalten und die Geräte sind ja grün-schwarz gehalten. Hier also das Ganze mal in grau. Wir haben bei dem Gerät eine Drehzahl von 400 bis 1400 Umdrehungen pro Minute bei einem maximalen Drehmoment von 35 Newtonmetern. Wir haben eine Zweigangschaltung mit dabei. Wir haben eine Quick-Stop-Funktion. Wir haben einen Zweibithalter am Gerät inklusive zwei Bits. Das Ladegerät lädt den Akku innerhalb von 60 Minuten wieder voll. Wir haben 25 Drehmomentstufen plus eine Bohrstufe. Wir schaffen an Bohrdurchmesser hier 3 cm in Holz, 13 mm in Stahl. Und die Bohrfutterkapazität ist hier bei 13 mm, was sehr, sehr gut ist. Der ganze Schrauber wiegt mit Akku 1591 Gramm. Jetzt aber genug zu den technischen Sachen. Jetzt packen wir das Gerät einfach mal aus. Es kommt hier wie immer in einer Pappverpackung. Wenn wir die abmachen, dann haben wir unseren allseits bekannten Parkside-Koffer. Das ist der ganz normale Kunststoffkoffer. Ihr kennt den jetzt zur Genüge. Wir haben an beiden Seiten hier einen Aufdruck drauf, welches Gerät enthalten ist. Wir haben Metalllaschen mit dabei. Wir haben generell eine recht gute Verarbeitung bei den Koffern. Also mir ist da jetzt noch keiner großartig geplatzt. Wir haben das in der Vergangenheit, wenn den Kanal hier schon etwas länger verfolgt, ja öfters gehabt. Wenn ein Transportschaden ankam, dann platzen die Koffer natürlich mal, gerade wenn da besonders schwere Geräte drin waren. Ihr habt das bei der Bandsäge zum Beispiel gesehen, da war der ganze Koffer zerplatzt. Aber da kann ja der Hersteller dann auch nichts dafür, wenn das dann beim Transportdienst beschädigt wird. Wir müssen erstmal noch die kleine Versiegelung hier abmachen. Sieht dann so aus. Der Koffer und das Gerät sehen also schon sehr, sehr wertig aus in dieser Farbgebung. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei, beziehungsweise zwei Bedienungsanleitungen. Ihr seht, die wurde hier etwas lieblos hineingesteckt, die ist schon etwas beschädigt, also wurde hier ein bisschen unter Zeitdruck gearbeitet. Das ganze Gerät wird von Grizzly Tools GmbH produziert, beziehungsweise in den Verkehr gebracht. Die zweite Bedienungsanleitung bezieht sich hier auf Akku- und Ladegerät. Auch das wird von Grizzly Tools gemacht. Wenn ihr innerhalb der dreijährigen Garantiezeit irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch an Grizzly Tools wenden. Die Zuschauer haben mir hier schon Erfahrungsberichte geschrieben, dass das alles problemlos funktioniert und sogar nach Jahren hier noch Ersatzteile zur Verfügung stehen.
Wenn ihr das anders kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Das ist immer ganz wichtig. Vor allen Dingen wird der Hersteller sich dann über kurz oder lang ja auch auf euch einstellen müssen. Und ihr habt hier dann die Möglichkeit, dann euren Unmut dann darüber auch kundzutun. Bitte tut das nicht, indem ihr hier das Video schlecht bewertet bzw. einen Daumen runter tut. Ich kann nichts dafür, wenn das mit den Geräten oder mit den Herstellern oder mit den Händlern nicht funktioniert. Also seid so fair, wenn euch die Videos hier gut gefallen. Meine Vorgehensweise und meine unterhaltende Art und Weise hier vielleicht mal belohnen und einen Daumen hoch machen. Ihr könnt die Videos auch gerne in den sozialen Medien teilen, habe ich natürlich nichts dagegen. Dadurch wächst der Kanal, wird bekannter. Das wäre sehr schön. Wir haben mit dabei ein Ladegerät. Das ist etwas anders gehalten als die Ladegeräte, die wir bisher kennen. Ist etwas schmaler, das heißt PLG 20A1, leistet 65 Watt bei 2,4 Ampere und 21,5 Volt. Das Ladegerät können wir hier nicht an die Wand hängen. Wir haben auch keine Bohrschablone logischerweise dann drauf, wenn wir hier gar keine Möglichkeiten haben, unsere Schrauben zu befestigen. Wenn ihr das Gerät an die Wand bauen wollt, dann habe ich da schon einige Videos in den Playlists vorhanden. Bei Makita und Bosch habe ich das bereits gemacht. Vielleicht könnt ihr das hier auf diese Art und Weise dann auch lösen. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten besorgt euch hier einfach etwas längere Schrauben und schraubt das dann auf ein Brett und ihr könnt das dann an die Wand bauen. Natürlich ist das hier kein aktives Ladegerät, das ist ein Passivladegerät, ist also nicht gekühlt. Das hatte ich selbst bei der Performance-Serie noch nicht, dass die Akku-Ladegeräte hier aktiv waren. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich einfach nur vom Preis her geschuldet, dass das Ganze hier nicht unbedingt akkuschonend aufgebaut ist. Ja, und das Gerät, wie gesagt, packt mal den Koffer hier zur Seite. Doch sehr, sehr stylisch und sehr, sehr wertig aussehend. Wir haben an den Griffflächen hier eine schöne Gummierung. Das wirkt alles haptisch sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Wir haben Ablageflächen hier in Form von Abstandshaltern links und rechts. Wenn wir das Gerät auf die Werkbank legen, dann rutscht uns das so nicht weg. Auch wenn die Werkbank ein bisschen schräg ist, dann stoppen diese Abstandshalter das Ganze. Muss jetzt nicht eine Werkbank sein, könnte ja irgendwo auch sonst eine schräge Fläche sein, wo wir das dann drauflegen, wenn wir eine Dachschräge bauen oder irgendwas. Dann rutscht uns das Gerät nicht so schnell herab, als wären hier keine dran. Außerdem verkratzt uns dann nicht so schnell das Gehäuse oder nimmt Schaden, wenn das Ganze dann hier mal irgendwo auf etwas Härteres fällt, auf Estrich oder sowas. Dann bricht uns nicht gleich hier das Plastik weg, sondern es landet in der Regel erstmal auf diesen Abstandshaltern. Ja, Gürtelclip auch mit dabei, wie ich in einer Umfrage ermittelt habe, nutzt ihr die auch nicht wirklich? Ich glaube, 70% der Leute haben gesagt, habe ich noch nie benutzt. Ein paar waren überraschend mit dabei, die haben dann auch kommentiert, das nutze ich eigentlich täglich und ich finde das immer ganz gut, wenn ich auf der Leiter stehe etc. Also, aber der große Tenor war, dass die Gürtelclips hier eigentlich unsinnigerweise drauf sind, also nur von den wenigsten benutzt werden. Wenn ihr auch an solchen Umfragen teilnehmen wollt, tippt einfach mal auf den Community-Tab hier im Kanal. Dort stelle ich öfters mal Umfragen ein und ich bin immer sehr gespannt auf die Ergebnisse und zum Teil kommen da auch wirklich sehr interessante Dinge bei heraus. Ja, ihr seht, wir haben hier Bits mit dabei, wir haben ein Kreuzbit, wir haben noch ein Kreuzbit. Einen kleinen, einen großen mit dabei. Der ist hier magnetisch eingehängt. Das Ganze funktioniert nicht ganz so toll. Wenn ihr das Gerät mal wirklich hinfallen lasst oder so, dann löst sich das. Also vielleicht nur etwas für die Werkbank, dass die Sachen hier beim Gerät bleiben. Ansonsten im Einsatz stellt sich das alles nicht ganz so robust dar, wie das eigentlich sein sollte. Ihr seht, der Akku ist hier untergeschraubt. Wir können hier die Akkuanzeige mit in Betrieb nehmen. Die ist dreistufig, das kennen wir von den normalen Akkus auch so. Ist auch ein X20 Volt Team Akku, sieht nur anders aus. Derzeit ist ein 2 Amperestunden Akku, wie gesagt, der gleich mit dabei ist. Wir haben an der Unterseite hier eine LED, die unseren Arbeitsbereich hier schön beleuchten soll. Ihr seht, dass das funktioniert hier auch. Wir haben keinen bürstenlosen Motor bei dem Gerät. Das ist nur in der Performance-Serie der Fall. Ihr seht, das funkt hier schon ganz ordentlich im Gehäuse. Leider kommen wir hier auch nicht an irgendwelche Kohlen von außen heran, wenn wir die mal irgendwann mal wechseln sollen, wenn die Geräte tatsächlich so lange halten sollten. Dann müssen wir das ganze Gehäuse auseinanderschrauben und die Kohlen wechseln, insofern wir da überhaupt Ersatzkohlen für bekommen.
Im ersten Gang leistet die Maschine bis zu 400 Umdrehungen pro Minute, im zweiten Gang bis zu 1400 Umdrehungen pro Minute. Ja, das Bohrfutter ist ein Schnellspann-Bohrfutter. Wie gesagt, bis zu 13 mm Bohrer können wir hier einspannen. Das ist in dieser Klasse nicht selbstverständlich. Die meisten Geräte haben hier nur ein 10 mm Bohrfutter vorhanden. Das wisst ihr schon. Bei dem 13 mm Bohrfutter sind wir natürlich hier auch wesentlich flexibler. Ich stelle jetzt mal die Normaledition daneben, damit ihr hier mal den Unterschied euch anschauen könnt. Einmal die Limited Edition und einmal die normale Ausführung. Bei der normalen Ausführung habe ich jetzt einen 4 Amperestunden Akku dabei. Ansonsten gleichen sich die Geräte hier schon. Außer in der Farbgebung sehe ich jetzt hier keinen Unterschied. Technisch habe ich jetzt auch keinen Unterschied ausmachen können. Wenn ihr etwas gefunden habt, was tatsächlich hier noch ein großer Unterschied sein sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Das hilft auch der Community weiter. Ansonsten konnte ich jetzt in den technischen Details keinen Unterschied feststellen. Ja, wir haben auch hier einen Links-Rechts-Lauf einstellbar über diese Hebelfunktion. Das kennt ihr, das ist Akkuschrauber-typisch. Wir haben auch eine Sperrfunktion. Wenn das Teil hier in der Mitte steht, dann leuchtet zwar unsere Lampe unten, aber wir können den Abzug hier nicht durchdrücken. Seht, das Bohrfutter vorne ist schon lose. Wir probieren das gleich nochmal aus. Lässt sich wirklich sehr leicht bewegen hier. Habt gesehen, es war jetzt locker, es war nicht gespannt, also hat sich dann schon beim Drehen sogar geöffnet bzw. geschlossen. Von der Lautstärke her gehen jetzt mal beide in den ersten Gang. Auch da hat sich nichts geändert. Auch von der Bauform her hat sich nichts geändert. Die Geräte sind so absolut gleich. So, ihr geht ja immer gerne ans Limit bei den Tests, beziehungsweise wollt, dass ich auch hier mit ans Limit gehe. Ich habe jetzt hier mal eine Buchenplatte eingespannt, also Hartholz, das ist Leimholz. Da habe ich meine Werkbank draus gebaut. Ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr starkes Material. Ich habe hier einen 30 mm Forstnerbohrer eingespannt und ich werde jetzt mal probieren, inwieweit wir hier Holz herausbekommen. Ihr seht, einwandfrei, sehr, sehr sauber das Ganze. Ist natürlich auch ein guter Forstnerbohrer hier. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Das sind die Wolfkraft Forstnerbohrer. Damit bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich habe da noch keine großen Probleme mit gehabt. Könnt ihr euch ja auch mal mit anschauen. Ihr seht, der Akkuschrauber war hier komplett unbeeindruckt von der Stärke des Materials bzw. auch von der Bohrung selbst. Wir können das Ganze jetzt nochmal mit Metall ausprobieren. Gucken wir mal, ob ich hier ein Stückchen Baustahl finde. So, habe ein bisschen Stahl gefunden. Habe hier auch einen 13er Bohrer drauf gespannt. Ich verlinke euch die Bohrer auch mal unten in der Videobeschreibung. Die sind von Bosch, sind mit Kobaltlegierung gebaut. Und damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Die sind auch recht günstig in der Anschaffung. Günstig in Anführungszeichen. Der eine sagt, das ist ja wahnsinnig teuer. Der nächste sagt, Mann, das ist ja ein Schnäppchen. Müsst ihr selber sehen, ob das in euer Budget passt und ob ihr euch solche Bohrer zulegen möchtet. Vorteil ist hier, dass das ähnlich wie bei ENT bei den Holzbohrern in 0,5er Schritten abgestuft wird. Und das finde ich sehr, sehr gut. Da gibt es ein Komplettset von 1 bis 13 mm. Und damit bin ich, wie gesagt, so sehr zufrieden. So, ich habe jetzt nochmal vorgekörnt. Werde jetzt nochmal ein bisschen Schneidöl aufsprühen, wie gesagt. Und dann schauen wir mal, ob wir durchkommen damit. Seht, das funktioniert. Die Maschine ist davon auch komplett unbeeindruckt. Das ist jetzt hier 6 mm Baustahl. Ich
das wird über kurz oder lang funktionieren. Ich denke, jetzt bin ich ungefähr halb durch. Wir wollen es mal jetzt nicht übertreiben. Das schafft die Maschine, die ist da völlig unbeeindruckt von. Ihr seht, die Spanbildung ist hier hervorragend. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Gerät findet. Ich weiß, der eine oder andere hat mich im Vorab hier schon mal angeschrieben und mir mitgeteilt, dass er sich dieses Gerät zugelegt hat und dass er das nur wärmstens empfehlen kann. Ich sehe jetzt hier auch nicht wirklich Nachteile drin. Ich habe ja den normalen Schrauber hier auch. Ich brauche das nicht in anderen Farben. Wenn jetzt, wie gesagt, jemand anderes noch irgendwelche anderen technischen Unterschiede gefunden hat, bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe das soweit nicht gefunden. Ich bin mit dem anderen Schrauber hier auch sehr, sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil wir hier einen 13 mm Bofotter verbaut haben. Ja, kommentiert fleißig, abonniert den Kanal, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video hier unterhalten hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet und sage erstmal bis dahin.